Hallo Zajo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Ein Polizist sorgt für Sicherheit auf der Straße. Alles klar, ich werde auch für Sicherheit sorgen. Tayo wird Polizist. Die kleinen Busse sind vor der Garage versammelt. Leute! Hallo, Hanna! Ich möchte euch gerne etwas zeigen. Was ist das denn? Tada! Heute wird von der Notfallzentrale ein Ausflug angeboten. Was? Ein Ausflug? Ja. Ihr könnt einen ganzen Tag mit Pet Polizeibeamte sein. Wow, aber nur die, die heute nicht arbeiten müssen, können mit. Was? Oh, wie schade, ich muss heute arbeiten. Ja, muss ich auch. Das ist so unfair. Ich habe heute meinen freien Tag. Ach ja? Na, dann würde ich sagen, kann Tayo ja ruhig mitmachen. Freut mich für dich, Tayo. Ich bin neidisch. Ich werde ein ganz toller Polizist sein. Rookie, Pet. Oh, hallo, Tayo. Rookie, Tayo möchte mit zu dem Ausflug gehen. Aha. Ja, Tayo, bist du bereit? Ja, und ich möchte sofort loslegen. Aber eins musst du vorher noch machen. Komm mal hier rüber. Ja, gern. Oh, Tayo, fahr bitte hier rein, ja? In die Garage rein? Ich dachte, wir fahren auf Streife. Erst verwandeln wir dich in einen Polizeiwagen. In einen Polizeiwagen? Oh, oh, wow! Na schön, lass uns anfangen. Polizeieinsatzvorbereitung. Blaulicht installieren. Ich bin bereit für den Einsatz. Wie sehe ich aus? Oh, du siehst toll aus. Das steht dir wirklich gut. Was, echt? Halt! Keine Bewegung! Tayo, Blaulicht und Sirene werden nur im Notfall benutzt. Na gut. Polizeibeamte sorgen für die Sicherheit der Einwohner. Also nimm die Sache lieber ernst. Aber klar, jawohl, Sir. Tayo, der Polizeibeamte, fährt mit Pet und Rookie Streife. Tayo, immer wenn du auf Streife bist, musst du dich umschauen, ob irgendwo Gefahren drohen. Alles klar. Oh, Speed. Oh, hi, Tayo. Wie siehst du denn heute aus? Ich bin heute Polizeibeamter. Sehe ich nicht cool aus? Speed, du musst bitte sofort hier rechts ranfahren. Oh, okay. Speed, du musst die Haltelinie beachten. Das ist gefährlich. Aber meine Bremsen greifen nicht richtig. Ist das nur eine Ausrede? Du bekommst ein Fahrverbot, wenn du das weitermachst. Okay. Oh. Wow, Pet, das war richtig cool. Das war doch nichts. Ein Polizist sorgt für Sicherheit auf der Straße. Alles klar, ich werde auch für Sicherheit sorgen. Tayo sucht nach einer Gelegenheit, endlich aktiv zu werden. Das ist... Pet, Rookie, da vorne steht ein Auto mitten auf der Kreuzung. Das werde ich mir mal ansehen. Tayo, warte! Hey, sieh davor! Sie können nicht mitten auf der Kreuzung stehen bleiben. Nein, aber ich will doch gar nicht... Keine Ausreden, bitte. Tayo, was machst du denn? Er steht mitten auf der Kreuzung, also kümmere ich mich darum. Aber nur, weil er liegen geblieben ist, Tayo. Was? So ist das. Ich werde Ihnen helfen. Dankeschön. Toto, kümmere dich gut um ihn. Na klar! Tayo, du musst die Situationen sehr genau betrachten. Ja, wenn du grundlos eingreifst, kann das wirklich sehr unangenehm werden. Entschuldigung. Hä? Rookie? Oh, Frank, was gibt es denn? Es ist sehr dringend. Ich brauche dich sofort wieder hier im Notfallzentrum. Okay, ich bin gleich da. Pet, wir müssen jetzt erstmal zurückfahren. Und was ist mit Tayo? Macht euch keine Sorgen. Ich fahre allein weiter auf Streife. Ja, gut, dann übernimmst du das. Ja, nur keine Sorge, Pet. Ruf mich, falls es irgendein Problem gibt, okay? Na klar. Und so fährt Tayo allein auf Streife. Oh, ein kleines Hündchen. Warum bist du ganz alleine?
Hier ist niemand zu sehen. Hast du dich etwa verlaufen? Das ist ein Fall für die Polizei. Los, spring rein. Ich werde deine Familie schon finden. Und los geht's. Ein kleiner Welpe hat sich verlaufen. Der sucht einen verirrten Welpen. Wo kann seine Familie nur sein? Tayo! Oh, Pat, was gibt es denn? Gerade kam die Meldung, dass ein blauer Bus einen Welpen entführt hat. Was war denn da los? Was? Oh, Mimi. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, weil Mimi plötzlich weg war. Es tut mir so leid. Ich dachte, er hätte sich verirrt, mein Fehler. Sie müssen besser aufpassen. Komm, lass uns gehen, Mimi. Tayo, du solltest solche Sachen nicht machen, ohne dich vorher abzusprechen. Fahr zurück zur Notfallzentrale und warte erstmal dort. Okay. Tayo, der kleine Bus. Ich wollte es doch nur richtig machen. Oh. Entschuldigung? Hey, warten Sie! Bleiben Sie stehen! Ist das ein Dieb? Taxi! Bringen Sie rein. Nein. Das muss ein richtiger Fall sein. Nicht viel los! Stopp! Hey! Dori! Du hast mich erschreckt. Nori, du fährst da gerade einen Dieb durch die Gegend. Was? Einen Dieb, sagst du? Ja. Steigen Sie sofort aus. Was ist denn los? Sie haben doch gerade Obst aus dem Laden gestohlen. Was? Tayo. Rookie, Pat, ich habe einen Dieb gefangen. Aber Tayo, das hier ist kein Dieb. Was? Ja. Sie haben Ihr Portemonnaie vergessen. Oh, danke schön. Aber wie konnte das denn nur passieren? Langsam weiter hier. Ich habe ein Verkehrschaos fabriziert. Tayo. Es tut mir leid. Ich dachte wirklich, diesmal ist es ein richtiger Fall. Tayo ist traurig, weil er ständig Fehler macht. Ich bin wohl nicht dafür gemacht, Polizist zu sein. Ey, das war gefährlich. Entschuldigung. Speed schon wieder? Dieser Bengel, wir haben ihn doch schon verwarnt. Meine Bremsen greifen nicht richtig. Was, wenn er vorhin die Wahrheit gesagt hat? Tayo, was machst du denn noch da? Alles klar, ich komme schon. Genau. Mach lieber keine Schwierigkeiten wie bisher. Konzentrier dich. Aber was, wenn... Nein, ich kann nicht anhalten! Das kann ich nicht ignorieren. Pat, Rookie, ich muss mal gucken, ob bei Speed alles in Ordnung ist. Hey, Tayo! Tayo sucht verzweifelt nach Speed. Ich glaube, er ist da lang gefahren. Wo ist er nur? Hey, Speed, was ist denn los? Meine Bremsen funktionieren nicht. Was kann zu einem schlimmen Unfall führen? Was mache ich jetzt? Ich weiß. Hoffentlich macht Tayo nicht wieder Ärger. Er sollte bald zurück sein. Rookie, hier gibt es einen Notfall. Hä? Tayo, was ist schon wieder? Speeds Bremsen scheinen wirklich kaputt zu sein. Er braucht Hilfe. Was? Wir müssen bergauf fahren, um etwas langsamer zu werden. Alles klar. Ich sorge dafür, dass ihr grüne Welle habt. Und ich werde den Verkehr umleiten. Also schön, los geht's. Ampelsteuerung. Bitte halten Sie kurz, es ist zu gefährlich. Speed, wenn du links abbiegst, geht's bergauf. Okay, verstanden.
ich nur tun? Ich hab's! Ein Moment, mein Speed! Ich versuch, dich festzuhalten! Oh, okay! Ja, ich hab dich! Speed, ist alles in Ordnung? Tayo! Keine Sorge, jetzt ist alles gut. Tayo schließt den Fall erfolgreich ab und fährt zurück zum Notfallzentrum. Tayo! Ja! Und ich dachte, du machst schon wieder Schwierigkeiten. Aber das war ziemlich gut. Ja, das stimmt. Ja? Wir konnten einen Unfall verhindern, bevor er passiert ist. Du warst wie ein echter Polizist. Findest du wirklich? Also kann ich dann morgen wiederkommen? Was? Tayo, du hast doch schon Arbeit. Ja, stimmt, ja. Aber heute war Tayo der beste Polizist. Tolle Arbeit, Tayo. Tayo und Duri, die Stadthelden. Die kleinen Busse sehen fern. Oh, nein! Oh nein! Lass mich runter! Lass mich runter! Niemals! Halt sofort an! Juhu, Fireball! Nimm das! Waffe abfeuern! Los, los! Feuerballkralle! Geht es dir gut? Oh. Dachtest du, wir lassen dich einfach so gehen? Meine Güte! Hilf mir, Firebird! Keine Sorge, Raketenbooster aktiviert! Juhu, Firebird! Laserstrahl! Wir haben es wieder geschafft! Ruft uns jederzeit, wenn ihr Hilfe braucht! Das war so cool! Tayo und Duri sind von dem Superhelden im Fernsehen beeindruckt. Nimm das. Peng. Fireball ist der allerbeste. Was mache ich bloß? Meine Haarspange. Oh nein, ich helfe dir. Oh, Duri. Feuere Schuss ab. Okay. Bitte sehr. Danke, Duri. Was? Oh, komm bloß nicht zu nah! Laserstrahl! Firebird ist immer so fantastisch! Tayo, hilf uns! Duri, steig schnell ein! Danke, Tayo! Okay, wir fahren! Ist schon gut. Danke, Duri und Tayo. Das habe ich doch gerne gemacht. Ruf mich jederzeit, wenn du Hilfe brauchst. Oh, ich weiß. Ihr seid wie Fireball und Firebird. Fireball und... Fireball und... Sind wir? Wow! Warum kommt Tayo denn so spät? Oh, hey, seht mal. Ja! Wir sind die Helden der Stadt! Feier Tayo! Feier Duri! Ruft uns, wenn ihr Hilfe braucht! Was? Helden der Stadt? Was meint ihr? Sehen wir nicht toll aus? Und wir haben auch diese coolen Waffen! Laserstrahl! Nimm das! Waffe abfeuern! Das ist kalt! Was macht ihr denn? Es tut mir leid, ich wollte nicht auf euch schießen. Was ist das? Ihr seht komisch aus. Lacht ihr uns etwa aus? Du siehst gar nicht wie ein Superheld aus. Wie willst du jemanden mit diesem Schrott retten? Tja, wir können das. Wir zeigen es euch. Wir schaffen das schon. Das werdet ihr schon sehen. Speed, Shine, sie haben uns ausgelacht. Keine Sorge, Tayo. Wenn wir einen Job bekommen, dann werden sie uns endlich glauben. Stimmt! Wir müssen jemanden suchen, der Hilfe braucht. Wir helfen bei allem! Tayo und Duri suchen in der Stadt jemanden, der ihre heldenhaften Dienste braucht. Oh, nein, danke. Ich bin Fire Tayo, der dir bei allem helfen wird. Ach wirklich? Was kannst du? Aha! Sieh zu! Raketenbooster aktiviert!
Ich habe mein Toupet verloren. Oh nein, es tut mir leid. Die Leute waren nur sauer auf mich. Ich weiß. Tayo, ich habe gehört, ihr könnt bei allem helfen. Natürlich, sag uns, was du brauchst. Ihr könnt uns also helfen. Juhu, das ist unsere erste Aufgabe. Haha, Raketenbooster aktiviert. Das fühlt sich gut an. Bei dieser Hitze zu arbeiten war schwer. Ihr habt uns gerettet. Duri, kannst du uns mit Wasser bespritzen? Wow, wie erfrischend. Was soll das denn? Feuerball nimmt nur coole Jobs an. Wir sind die Helden der Stadt. Wir helfen euch bei allem. Entschuldigung, könnt ihr mir helfen? Natürlich. Ich bin auf dem Weg zu einem wichtigen Interview, aber meine Krawatte ist schmutzig geworden. Könnt ihr mir helfen und sie waschen? Was? Wow, herzlichen Dank. Ich brauche Hilfe. Da scheint was zu sein. Fahren wir los. Ist etwas passiert? Bitte nimm dieses Blatt runter. Ich bin mitten in der Zulassungsprüfung und kann mich nicht konzentrieren. Was? So, ist jetzt alles okay? Ja, das ist besser. Vielen Dank. Gern geschehen. Wir bekommen nur belanglose Jobs. Können wir nicht etwas Ernsteres tun? Moment! Oh. Ihr seid doch diejenigen, die Menschen helfen, richtig? Ja, das sind wir. Gut. Es ist sehr wichtig. Und ich brauche eure Hilfe. Wirklich? Das klingt, als wäre das was für uns. Laserstrahl! Oh, wow. Der ist wirklich hell. Ich will auch nachts für die bevorstehende Meisterschaft trainieren. Aber es ist normalerweise zu dunkel. Oh, wirklich? Also, fangen wir an. Yep. Wie wichtig kann das wohl sein? Autsch! Tayo, der kleine Bus! Duri, heute werden wir ein paar Heldentaten vollbringen. Ja! Hallo! Oh. Ihr nennt euch Stadthelden? Was habt ihr Gutes vollbracht? Ich glaube, ihr habt noch nichts vollbracht. Haben wir aber! Wir hatten gestern so viel zu tun! Das stimmt. Ach wirklich? Und was habt ihr gemacht? Wir kühlten die Schwerlastwagen ab und halfen beim Federballtraining. Und wir haben eine Krawatte gewaschen und ein Blatt von einem kleinen Auto entfernt. Was? Das war alles? Ein Held sollte so sein wie der. Fireball, die nächste Folge. Die Suche nach der verlorenen Prinzessin. Zeit zu gehen, Firebird. Siehst du? Das ist ein wirklicher Held. Meine Güte, das weiß ich. Tayo, Duri, meine Prinzessin ist verschwunden. Bitte findet meine Prinzessin. Eine Prinzessin? Okay, wir kommen gleich. Siehst du? Wir sind Helden. Tut mir leid, wir müssen los. Fahren wir. Hier stimmt was nicht. Was? Eine Katze? Ja, so sieht sie aus. Findet sie bitte für mich. Ich dachte, es wäre eine echte Prinzessin. Es war der Name der Katze. Tayo, aber dieser Job ist doch etwas heldenhaft. Ja, wir sollten die Prinzessin finden. Keine Sorge, wir werden sie finden. Wirklich? Vielen Dank. Prinzessin! Prinzessin! Wo bist du? Was denkst du, wo die Prinzessin ist? Ich weiß nicht. Ist das nicht die Prinzessin? Das habe ich auch gesehen. Folgen wir dem Auto. Fire Duri meldet sich zum Dienst. Fire Tayo meldet sich zum Dienst. Halt sofort an! Yuppie! Verkehrsverstoß. Das Auto vor uns. Haltet sofort an. Jetzt haben wir sie. Was ist los? Ich weiß, dass Sie die kleine Katze haben. Geben Sie sie zurück. Eine Katze? Meinst du das hier? Das ist... ein Stofftier. Tayo, du bist über die rote Ampel gefahren.
Warum hast du das getan? Also, wir dachten, sie hätten die verlorene Katze und sind ihnen gefolgt. Oh? Ist das nicht Prinzessin? Wir haben nach der Katze gesucht. Wie habt ihr sie gefunden? Wir haben eine Meldung erhalten. So machen wir das normalerweise. Warum habt ihr die Katze überhaupt gesucht? Wie auch immer. Mhm. Wir bringen sie jetzt nach Hause, also könnt ihr gehen. Okay. Letztendlich beschließen Tayo und Duri, nicht mehr die Helden zu spielen. Wir sind sowieso nicht Fireball und Firebird. Es kann wohl doch nicht jeder ein Held sein. Stimmt. Hallo, Tayo. Oh, ihr seid... Tayo, Duri, dank eurer Hilfe habe ich das Interview gut gemeistert. Und ich habe bei der Meisterschaft die Goldmedaille gewonnen. Wirklich? Ja? Herzlichen Glückwunsch! Hallo! Bist du nicht das kleine Auto von vorhin? Ich habe die Zulassungsprüfung bestanden. Und das nur, weil ihr mir geholfen und das Blatt runtergenommen habt. Wow! Das ist toll! Hm? Kinder! Max! Ich möchte euch etwas zeigen. Wollt ihr mitkommen? Das Gebäude, an dem wir vorhin gearbeitet haben, ist jetzt fertig. Wir hätten es nicht geschafft, wenn ihr uns nicht abgekühlt hättet. Ja, es war wirklich viel zu heiß. Ich dachte, wir hätten nur unwichtige Aufgaben erledigt. Und das war alles wegen unserer Hilfe? Es war gar nicht unwichtig. Ihr wart uns eine riesige Hilfe. Ihr seid unsere besten Helden. Die besten Helden? Natürlich! Ruft jederzeit, wenn ihr Hilfe braucht! Tayo und Duri haben vielleicht nur kleine Taten vollbracht, aber diese waren für alle eine große Hilfe. Rogi, der Detektiv! Lani kommt nach der Arbeit zurück ins Depot. Ich bin müde. Ich gehe mich waschen und ausruhen. Das fühlt sich gut an. Ich wische und putze jede Ecke. Oh nein, Lani hat die Waschanlage kaputt gemacht. Oh, da ist Lani. Lani! Das ist Tayo. Ich muss mich verstecken. Lani? Warum ist sie gerade weggefahren? Oh nein! Die Autowaschanlage ist kaputt. Wir müssen jemanden anrufen, der das repariert. Wirklich? Wie lange wird die Reparatur dauern? Vielleicht 2 Tage? Ach du meine Güte. Wer hat die Autowaschanlage kaputt gemacht? Tayo, du warst der Erste am Tatort. Hast du gesehen, wer es war? Nein, habe ich nicht. Wirklich? Oh, dann hat niemand gesehen, was passiert ist? Tayo weiß also nicht, dass ich es war. Glück gehabt. Am nächsten Morgen versammelten sich die kleinen Busse vor der Werkstatt. Es tut mir leid, dass ihr euch nicht waschen könnt. Ist schon okay. Augenblick! Rogi! Ich bin Rogi, der Detektiv. Detektiv? Die Waschanlage ist auf keinen Fall von selbst kaputt gegangen. Ich werde genau herausfinden, wer dahinter steckt. Mal sehen. Dani, was hast du gestern Abend gemacht? Ich? Tja, ich war mit Hana in der Werkstatt. Oder Hana? Gani hat recht. Okay. Und was ist mit Lani? Hast du dich gestern Abend gewaschen? Also, du hast die Autowaschanlage kaputt gemacht, oder? Nein, sie war noch in Ordnung, nachdem ich mich gewaschen hatte. Wie kannst du das beweisen? Ich. Warum kannst du nicht antworten? Stopp! Lani hat recht. Ich ging nach Lani zur Autowaschanlage und alles war in Ordnung.
Oh, Tayo. Dann warst du also der letzte Bus an diesem Ort, oder? Seht ihr, wie spät es ist? Ich fahr zur Arbeit. Tschüss. Ich auch. Irgendwas ist hier faul. Warum hat Tayo gelogen? Weiß er, dass ich es war? Lani? Ja? Hast du denn? Hast du die Waschanlage kaputt gemacht? Was sagst du da, Tayo? Beschuldigst du mich? Oh, nein! Ich beschuldige dich nicht! Warum vermutest du dann, dass ich es war? Es tut mir leid! Lanis Radkappe fehlt! Lani, deine Radkappe ist ach, ja... Ach, vergiss es! Oh. Ich bin so verletzt! Ich wollte ihr nur sagen, dass ihr eine Radkappe fehlt! Hoffentlich denkt Tayo nicht, dass ich es war! Okay, folge mir. Alles klar, ich werde jetzt den Tatort untersuchen. Aber Rogi, wozu brauchst du mich? Nun, ein Detektiv wie ich braucht einen nützlichen Assistenten wie dich. Kann ich das wenigstens abwischen? Nein! Um Detektiv zu sein, braucht man einen Schnurrbart. Da drin ist es aber chaotisch. Ich hab's! An diesem Chaos kann ich sehen, dass es ein großer Bus war. Big hat die Autowaschanlage kaputt gemacht. Wie? Was? Aber Big macht doch Lieferungen und kommt erst morgen wieder zurück. Ach wirklich? Big war es also nicht. Schuhabdrücke! Ich habe einen Hinweis gefunden, der mir helfen wird, diesen Fall zu lösen. Das sind Hannas Schuhabdrücke. Hanna hat die Autowaschanlage kaputt gemacht. Rogi, Hanna machte die Schuhabdrücke, als sie die Waschanlage reparieren wollte. Verstehe. Ich werde mir denjenigen schnappen, der dafür verantwortlich ist. Der kleine Bus. Okay, bis dann. Ich muss jetzt zurück ins Depot. Aber wie soll ich mich unschuldig verhalten? Hey, kleiner Bus. Ja? Ist dir bewusst, dass dir ein Radkap an deinem Vorderreifen fehlt? Wirklich? Danke, dass Sie es mir gesagt haben. Kein Problem. Einen schönen Tag noch. Wo habe ich sie nur verloren? Die Waschanlage ist immer noch nicht repariert. Was ist das? Es ist Lanis fehlende Radkappe. Also hat Lani die Autowaschanlage kaputt gemacht. Aber wenn sie erwischt wird, wird sich Lani schämen. Ich hab's. Ich verstecke die Radkappe. Lani! Die Waschanlage ist immer noch kaputt. Was machst du denn hier? Du solltest dich ausruhen. Ich wollte ja nur... Stehen bleiben! Was ist denn los? Nach einigen Ermittlungen habe ich herausgefunden, dass der Täter genau hier ist. Rogi, die Waschanlage wird bestimmt bald repariert. Es gibt keinen Grund herauszufinden, wer es war. Lani, versuchst du, den Täter zu beschützen? Nein, tue ich nicht. Tayo, du musst der Täter sein, denn du warst der letzte Bus hier. Also, warum hilfst du nicht allen und gestehst einfach? Was? Hey, Leute. Was macht ihr? Situ! Wir wollten uns gerade ausruhen. Okay, los geht's. Okay. Wartet auf mich. Ich schnapp dich, Tayo! Oh.
Lani? Was machst du denn so spät noch hier? Lani? Hä? Wolltest du das hier holen? Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist deine Radkappe. Ich wollte sie aus der Autowaschanlage holen, damit du keinen Ärger bekommst. Was? Tayo wusste alles. Lass uns losfahren, bevor wir erwischt werden. Oh! Komm sofort heraus! Du bist komplett umzingelt! Ergib dich und komm sofort heraus! Es ist Rogi! Was sollen wir tun? Lani, bleib hier und bewege dich nicht! Was? Tayo! Ich sag das nicht noch einmal! Oh, er kommt! Tayo? Ich wusste es! Ein Verbrecher kommt immer wieder zum Tatort zurück! Tayo, warst du es wirklich? Ja. Tayo! Dann hast du die ganze Zeit gelogen? Es tut mir leid. Tayo ist unschuldig. Es ist meine Schuld. Es ist okay, wenn die Waschanlage aus Versehen kaputt geht. Aber du hättest wirklich nicht lügen sollen, Tayo. Es tut mir wirklich leid. Es war nicht Tayo. Es war alles meine Schuld. Lani? Was soll das heißen? Die Wahrheit ist... Ich verstehe. Lani, wir wollten dich nicht dafür bestrafen, dass du die Autowäsche kaputt gemacht hast. Aber du hättest nicht alle anlügen sollen, um die Wahrheit zu vertuschen. Und dasselbe gilt für dich, Tayo. Es tut uns sehr leid. Es ist aber schön zu sehen, dass ihr euch umeinander kümmert. Wir vergeben euch beiden ausnahmsweise aber nur dieses eine Mal. Lügt aber nie wieder. Danke, Hanna. Es tut mir leid. Ich werde brav sein, Hanna. Ich auch. Entschuldige, Tayo, dass ich dich in Schwierigkeiten gebracht habe. Und danke. Nicht zu danken. Und du warst dir so sicher, dass ich der Täter war, Herr Detektiv. Aber ich war so sicher, dass ich es herausgefunden hatte. Du bist ein schlechter Detektiv. Such dir einen neuen Assistenten. Lani war dankbar, dass Tayo auf sie aufgepasst hat. Und sie versprachen, nie wieder zu lügen.